Willkommen zurück zu Machinarium. Das Mikrofon hier richten, Entschuldigung. Heute wieder ohne Katze, die schläft noch. Warum auch immer. Naja, ist auch egal. Also, wir haben das letzte Mal bei diesem kleinen Minispiel. Ich habe mal ein bisschen was versucht. Und bin schon wieder total verwirrt. So war das. So. Also inzwischen habe ich nämlich herausgefunden, wie es funktioniert. Wir müssen einfach nur dieses kleine Teil jemals immer in einen von den großen, in allen von diesen großen bringen. Und dann haben wir es schon erfüllt. Jetzt müssen wir gleich die großen ineinander stapeln. Das ginge ja auch nicht. So, und jetzt haben wir das nächste Problem. Ich glaube fast, ich. Nein. Ja, da fehlen mir schon wieder die Worte. Wenn ich jetzt dahin gehe, da kann ich auch nicht raus. Ich bin ein bisschen beengt hier, der Platz, da kann ich dann auch nicht raus. Ist natürlich doof. Dann muss ich wohl mal kurz nachdenken, aber ich fürchte fast, ich werde es wieder nicht rausfinden. Naja, mal sehen. Na gut. Also gut. Nein, das bringt uns nicht weiter, wenn ich das richtig sehe. Aber das könnte uns weiterbringen. Ich glaube, damit liege ich gar nicht so falsch. So, wir können das Problem ist, wir können nur nach oben, nach unten mit dem Ding. Aber wenn wir es eins runterschieben, kommen wir hier nicht mehr raus. Nein, kommen wir nicht. Das müsste ich jetzt theoretisch. Das ist natürlich ganz mies jetzt. Ganz, ganz mies ist das. Oh, Entschuldigung, da war ich jetzt ein bisschen abwesend. Verflixt. Nicht so gut. Wenn ich das da runterschiebe, komme ich hier nicht mehr raus. Aber. Wie sieht es denn aus, wenn ich das so mache? Nee, ich kann auch nicht von da aus so rüber. War ja zu erwarten. Ach, ich bin doch doof.
So, erstes schon mal geschafft. Also fangen wir nochmal von vorne an. War das schon mal gar nicht so falsch, was ich hier am Anfang gemacht habe? Jetzt stellt sich nur die Frage. Da es da um 2 sind, muss ich theoretisch nach hier unten ziehen. Aber dann komme ich ja hier nicht mehr rein. Nach hinten kann ich es nicht ziehen. Ich habe einen Verdacht. Also, wie war das? So. So, jetzt steht sie mich in der Mitte. Okay, so kommen wir natürlich wieder in gar keins. Na, ah. Das war jetzt natürlich dumm von mir. Was mache ich denn? Ich bin heute irgendwie nicht bei der Sache, wenn ich es denn jemals bin. So. Nein, ich mach Quatsch. So war es schon richtig. So, jetzt kann ich nicht nach hinten hüpfen. Wenn ich jetzt nach da hüpfe, geht es weise nicht mit. Jetzt komme ich hier nicht raus, jetzt komme ich da nicht rein. Das ist natürlich blöd. Ich will gar nicht wissen, was im dritten Spiel Automaten ist. Nun ja. Vielleicht muss ich... Komme ich hier auch mal raus? Ich glaube schon, dass das so stimmt. Jetzt nur noch eins. Okay. Also nochmal von vorne. Ich kann mich jetzt nicht mehr ganz erinnern, wie ich das beim zweiten gemacht habe, aber wir werden es schon wieder herausfinden. So. So war es nicht. Ach Mist. Aber ich glaube, ich weiß wieder, wie es geht. Okay. So. So. Okay, nein, das... So. Genau. Okay, jetzt nehme ich das letzte. Ziemlich ein bisschen doof, weil ich nur ins letzte reinkomme. Okay.
So vielleicht. Tata. Okay, nächster Versuch. Oh, ich glaube, ich habe es schon versammelt. Ach, Moment. Ich habe eine Idee. Ja, das ist natürlich das Problem dabei. Aber kein unlösbares. Ah, logisch, ja, klar. Hätte ich mir ja gleich denken können. Und das Letzte. Na, sieh einer an. Heute habe ich wohl doch ein Hirn, auch wenn es am Anfang überhaupt nicht funktioniert hat. Das ist natürlich nicht so einfach hier. Oh. Das war schon mal nix. Also ich glaube, wir müssen nur immer in das Rote reinkommen. Ah, Moment, ich habe einen Verdacht. So, so, so. So, so, so. Okay, ganz stimmt, tut es noch nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Ha. Immer noch das Problem da, dass wir es nicht reinkriegen. Na komm schon. Das letzte werde ich jetzt wohl auch noch lösen. Die Lösung für das Problem wäre natürlich. Genau. Naja, zumindest fast. Okay, so wird das schon mal nicht. Da die Folge mal wieder zu Ende ist, werden wir die Lösung gleich in der nächsten Aufnahme sehen. Bis.